Moin, ich habe heute diese Hüllen hier bestellt. Das sind Einlagehüllen für Hefter und ich möchte die einmal präsentieren, weil ich finde die ganz schön. Gerade für Karten sind die ja eben da und die unterscheiden sich so ein bisschen von dem Standard, die man vielleicht kennt von so Kartenhüllen. Und zwar sieht es wie folgt aus: Hier ist diese Hüllen im Vergleich zu anderen. Wir nehmen hier auch mal einen raus. Sich darin unterscheiden erstmal in der Aufmachung. Wir haben einen schwarzen Hintergrund, haben so einen leichten Stoff, sind natürlich auch ein bisschen teurer als andere Modelle, muss man ganz klar dazu sagen. Ich kann hier mal meinen klassischen Ordner zeigen und wie das da drin aussieht, aber jeder weiß es wahrscheinlich. Hier sind eben diese Höhen in durchsichtig und man sieht immer diesen ganzen Kram dahinter. Das ist hier nicht der Fall. Da haben wir erstmal unser Ding. Und was hier eine sehr schöne Sache ist, bei den normalen Ordnern schieben wir die Karten von oben ein. Und wir nehmen hier mal einfach, ja, weiß ich nicht, die hier. So. Und wir schieben die von oben ein. Und bei diesen Höhen hier ist es so, dass man das Ganze seitlich bedienen kann. So, dadurch hat man weniger Druck. Man kann jederzeit hier rumarbeiten. Es ist keine Karte, die irgendwie dahinter liegt. Das ist eine ganz schöne Sache. Und vor allen Dingen, ich kann das auch nochmal zeigen, gerade bei Pokémon-Karten und wer auch mit den Trainerboxen arbeitet und die Höhen davon hat, ist immer ein bisschen blöd bei diesen Folien hier, dass die oft nicht so ganz passen. Ja, also die sind einfach zu dick und man kriegt die da nicht rein, beziehungsweise zu breit. Das ist bei den neueren Sleeves so. Die älteren, da ist das kein Problem. Ich suche hier mal gerade, ich hier irgendwo mal ein, in dem ich das zeigen kann. Ansonsten hole ich gleich einfach eine Hülle, um das einmal zu zeigen. Ich habe hier auf jeden Fall noch welche rumliegen, aber eigentlich sollten wir auch so eine finden, denn ich weiß, dass ich hier oft mit dem Problem arbeite, so beispielsweise diese hier. Ja, die kriegen hier nur so gerade so rein. Und wenn ich jetzt hier die eine Höhe nehme, da passt das ganz bequem rein und da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Also eine wunderschöne Nummer. So. Und dementsprechend ist das hier wirklich meiner Meinung nach wunderbar. Und was auch sehr schön ist, sie sind halt pre-gelocht. Man hat sehr viele unterschiedliche Lochung, das heißt, man kann das sehr vielfältig einsetzen und ich kann es in meinem Ordner hier jetzt austauschen. Und das war im Prinzip mein Ziel, weil mein Ordner an sich finde ich wundervoll. Und wenn ich jetzt einfach nur dieses Inlay austauschen muss, dann bin ich da eigentlich sehr zufrieden und gut aufgestellt und habe kein Problem damit, alle Karten so in der Ordnung beizubehalten und kann meinen Ordner vor allen Dingen weiterhin benutzen, weil mit dem bin ich tatsächlich sehr glücklich. Nur, wie gesagt, das Inlay ist manchmal ein bisschen schwierig in der Handhabung.